Hallo ihr Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich mit euch über die letzten Tage von Robert Hayes sprechen, von Anna McPartlin, und eigentlich gar nicht so viel darüber erzählen. Weil ich meine, man kann sich beim Titel schon denken, worum es geht, und das Buch hat mich wahnsinnig mitgenommen und einfach nur ergriffen. Und ich habe es im Rahmen meiner Autumn Do You Read Challenge gelesen als gehyptes Buch, und ich muss schon sagen, es ist tatsächlich ja, den Hype wert. Ich finde sogar, dass es noch mehr in den Vordergrund drücken sollte, weil es einfach ein alles in dieser Geschichte hat mich so mitgenommen. Von der Krankheit von Velvet Hayes, der Werdegang über die kleine Tochter von ihr, bis zu allgemein, was alles in der Familie passiert ist, während, vor, nachher, und ja, ich kann das Buch einfach nur empfehlen, und zwar wahnsinnig. Ich glaube, ich höre an dieser Stelle auch auf mit der Rezension, einfach weil ich Nein, stell dir vor, du hast nur noch 9 Tage. 9 Tage, um über die Flüche deiner Mutter zu lachen, um die Hand deines Vaters zu halten, wenn er dich lässt, und deiner Schwester durch ihr Familienchaos zu helfen, um deinem Bruder den Weg zurück in die Familie zu bahnen. Nur 9 Tage, um Abschied zu nehmen von deiner Tochter. Die noch nicht mal weiß, dass du nun gehen wirst. Dabei hat Velvet schon sehr viele, ja, schon viele Jahre der Krankheit irgendwie überstanden und auch überlebt, und dann passiert es doch nochmal, das alles, und das Buch hat mich einfach umgehauen. Ich musste es mehrmals auch weglegen, weil ich einfach nicht konnte. Ich konnte nicht mehr. Glaube ich, während des ganzen Lesens komplett nur durchgeheult fast. Also ich habe es nicht an einem Stück gelesen, das ging absolut gar nicht, sondern ich musste immer wieder Pause machen und, wie gesagt, was anderes zwischenzeitlich dazwischen schieben, weil das mich emotional einfach nur aufgewühlt hat und ich manchmal noch minutenlang da gesessen habe oder im Bett gelegen habe und einfach darüber nachdenken musste, und ja, dass man das Leben einfach oftmals gar nicht so wahrnimmt, wie man es nehmen sollte, sondern das ist einfach alles, es ist da, man hat das ja, und dann liest man aber so ein Buch und plötzlich wird einem schlagartig bewusst, was für ein Glück wir doch haben, und ja, das hat sehr viel in mir ausgelöst, muss ich sagen, das Buch. Deswegen, Anna McPartlin, die letzten Tage von Velvet Hayes, kann ich definitiv empfehlen. Es wird 5 Sterne, 50.000 Sterne von mir bekommen. Es sieht außerdem auch wahnsinnig, wahnsinnig schön aus. Das Buch sehr, sehr schön gemacht. Und ich bin so froh, dass ich es gelesen habe, auch wenn es mich emotional völlig, völlig fertig gemacht hat. So, ihr Lieben, das war's. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.